Geschätztes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf der Grünen ist ein kleiner Versuch zu einem großen Thema. Sie zählen im Rundfunkrat die Männer und die Frauen, das macht Sinn. Nur 32% der Mitglieder sind weiblich. Ansonsten scheinen die Grünen mit der Zusammensetzung dieses Gremiums zufrieden zu sein. Sie suchen nur nach Interessenkollisionen. Die lassen sich massenweise konstruieren. Zunächst einmal vertreten die Mitglieder des Rundfunkrats die Interessen der Organisationen, die sie entsandt haben. Die Mitgliederliste des Rundfunkrats liest sich wie ein Auszug aus dem bayerischen Lobbyregister. Aber wer vertritt die Interessen der Allgemeinheit, des Publikums, der Beitragszahler? Die Grünen wollen Mitglieder aus dem Rundfunkrat ausschließen. Wir wollen ihn öffnen für Gruppen, die wirklich und aktuell gesellschaftlich relevant sind. Die Grünen stört offenbar überhaupt nicht das Übergewicht der Kirchen im Rundfunkrat, das seit langem nicht mehr zeitgemäß ist. Jeder dritte Bürger in Bayern gehört keiner der christlichen Kirchen an. Diese große Bürgergruppe ist im Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks nicht vertreten. Das Symbol dieser Schieflage ist die ARD-Sendung Das Wort zum Sonntag. Seit mehr als 66 Jahren dürfen die katholische und die evangelische Kirche zu einem Publikum predigen, das ihnen in Deutschland fast zur Hälfte nicht angehört. Das ist einseitig, tendenziös und im Jahre 2020 nicht mehr zu rechtfertigen. Wenn man diese Verkündigungssendung beibehalten will, muss sie auch für andere weltanschauliche Gruppen geöffnet werden. Auch konfessionslose Gruppen, zum Beispiel der Bund für Geistesfreiheit oder die Giordano-Bruno-Stiftung, müssen zu Wort kommen. Auch Kirchenkritiker müssen das Wort zum Sonntag sprechen dürfen. Ihre Geisteshaltung muss auch im Rundfunkrat repräsentiert werden. Die Gremien von WDR und Radio Bremen sind hierin Vorbild. Wenn aber der Rundfunkrat, was notwendig ist, neu zusammengesetzt wird, darf darüber aber nicht die bayerische Staatsregierung entscheiden. Im Gesetz ist vorgesehen, dass die Staatsregierung regelmäßig die Zusammensetzung des Rundfunkrats prüft. Das widerspricht dem Gebot der Staatsferne, über die das Bundesverfassungsgericht mehrfach und eindeutig entschieden hat. Wir hier im Landtag müssen darüber entscheiden, welche weltanschaulichen und gesellschaftlich relevanten Gruppen in den Rundfunkrat gehören. Es geht nicht um Lobbyinteressen, es geht um Aufsicht und Kontrolle. Die Zahl der Rundfunkräte ist mit der Zahl 50 nicht festgeschrieben. Sie kann je nach unserer Auswahl höher oder niedriger ausfallen. Alles, was ich über den Rundfunkrat gesagt habe, gilt auch für den Medienrat, der die privaten Anbieter beaufsichtigt. Dieses Gremium gibt es erst seit 1985, aber es ist versäumt worden, damals die Zusammensetzung zu modernisieren. Das antiquierte Modell des Bayerischen Rundfunks wurde sklavisch nachgebildet. Sie hören, die Freien Demokraten wollen eine grundsätzliche Reform. Deswegen lehnen wir das Reformchen der Grünen ab. Ich danke Ihnen. Ich bedanke mich, Herr Abgeordneter Marquardt.